Das Paradoxum unserer Zeit. Wir haben hohe Gebäude, aber eine geringere Toleranz. Breite Autobahnen, aber engere Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger. Machen mehr Einkäufe, aber haben weniger Freude. Wir haben grössere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Ausbildungen, aber weniger Vernunft. Mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Mehr Medizin, aber auch weniger Gesundheit. Wir rauchen zu stark, trinken zu viel, geben verantwortungslos viel aus. Wir lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns schnell auf, gehen zu spät schlafen, stehen zu müde auf, lesen zu wenig, schauen zu viel Fernsehen, beten zu selten. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir reden zu viel, aber lieben zu selten. Und wir hassen zu oft. Wir wissen, wie man unseren Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben im Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht in Jahren leben. Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr zur Tür vom Nachbar. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen grössere Sachen, aber keine besseren. Wir haben die Luft gereinigt, aber unsere Seele verschmutzt. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir schreiben mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben gelernt, schnell zu sein, aber können warten. Wir machen neue Computer, die Informationen speichern und Unmengen von Kopien produzieren. Aber verkehren weniger miteinander. Es ist Zeit vom schnellen Essen und der schlechten Verdauung. Der grossen Männer und der klein karierten Seelen. Der leichten Profiten und der schwierigen Beziehungen. Das ist Zeit vom grossen Familieneinkommen und der Scheidungen. Der schöneren Häuser, aber einem zerstörten Heim. Es ist Zeit von der schnellen Reisen, von der Wegwerfwindel und der Wegwerfmoral. Der Beziehungen für eine Nacht und vom Übergewicht. Es ist Zeit für Pillen, die alles können. Sie erregen uns, sie beruhigen uns, sie töten uns. Es ist Zeit, wo wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt im Laden. Wo moderne Technik einen Text wie diesen mega schnell in die Welt heraustragen kann und dir die Wahl hat, das Leben zu ändern oder den Text und seine Botschaft wieder zu vergessen. Denk dran, mehr Zeit denen zu schenken, die du liebst, weil sie werden nicht ewig bei euch sein. Sagt ein gutes Wort denen, die euch jetzt begeistert von unten anschauen, weil die kleinen Geschöpfe werden bald erwachsen sein und nicht mehr bei euch sein. Schenkt diesen Menschen neben euch eine innige Umarmung, weil das ist der einzige Schatz, der von Herzen kommt und nichts kostet. Sagt eurem geliebten Mensch, ich liebe dich und meint es auch so. Ein Kuss oder eine Umarmung, die von Herzen kommen, können alles Böse wieder gut machen. Geht Hand in Hand und schätzt jeden Augenblick, wo ihr zusammen seid. Denn eines Tages wird der Mensch neben euch nicht mehr da sein. Und findet Zeit, was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen. Denn das Leben wird nicht gemessen in Anzahl Atemzüge, sondern in Anzahl der Augenblicke, wo euer Atem euch beraubt wird. Thank you.